Jo Leute, wir sind jetzt bei John Deere mit See & Spray. Und ich glaube, weil es hier nicht für ein ganzes Video reicht, packe ich das vielleicht irgendwo rein. Ich weiß noch nicht, wir haben ja natürlich zeitlich auch nicht unendlich Zeit, immer hier Videos zu drehen. Und es geht ja gleich noch auf den Dreschern. Wir haben hier eine Pflanzenschutzspritze und jetzt ist ganz neu. John Deere bietet das hier mit Pulsweitenmodulation an, aber zusätzlich noch ihr See & Spray. Und was heißt das genau? Ja, wir haben jetzt hier, ich glaube, hat es eingeschaltet, es kommt erstmal in jeder Düse dasselbe raus. Jetzt wird See & Spray aktiviert. Keine Angst, jetzt ist hier nur Wasser drin, das sind immer Vorführmaschinen, die arbeiten nur mit Wasser. Und was man jetzt so sieht, ja, der guckt jetzt hier über den Bestand und überall, wo wir jetzt hier eine Beikrautpflanze haben oder eine andere Pflanze, schaltet sich die Düse an oder aus. Und das Ganze funktioniert auf dem gesamten Düsenstock. Das braucht natürlich enorm viel Rechenleistung. Aber so können wir Pflanzenschutz sparen. So, was ich mich zum Beispiel gefragt habe, ne? Also was erkennt er? Und man muss doch sagen, was ich jetzt beobachtet habe, hier zum Beispiel ist eine kleine Stiefmütterchen. Hier ist auch, hier ist, wer ist er nochmal? Oh, jetzt komme ich nicht drauf. Liegt mir auf der Zunge, Leute. Liegt mir auf der Zunge. Schreibt mal in die Kommentare. Wenn ihr es geschrieben habt, bis Ackerschachtelheim. Hier haben wir Ackerschachtelheim. Hier haben wir, ihm weiß ich nicht. Und hier auch Ackerschachtelheim. Und jetzt ist es hier so die Frage, was sieht er? Und das ist tatsächlich, was ich beobachtet habe, das hat er hier gesehen. Und das hätte ich gedacht, so, boah, krass, das geht unter. Und was noch verrückt ist, wir haben hier auch relativ viel Moos. Da hätte ich jetzt zum Beispiel auch gedacht, na, was sieht er und was sieht er nicht? Aber in interessanter Weise hat er das alles gesehen. Hier natürlich relativ selbsterklärend, das ist ja grün. Aber was sieht er und was sieht er nicht? Interessant ist natürlich auch den Punkt, was wir in Deutschland haben. Zu welchen Möglichkeiten können wir da selektiv einsetzen? Ja? Also was haben wir für Möglichkeiten, wo wir eine Ersparnis schaffen, die dieses System rechtfertigt, weil das ja unfassbar teuer ist. Gar keine Frage. Das ist super interessant und wir können Pflanzenschutz damit sparen. Wir können Pflanzenschutz damit sparen und wir können Aufwandmengen dadurch reduzieren und das ist für die Natur eine tolle Sache. Aber wir müssen ja wenigstens so viel Ersparnis haben, dass wir uns das System leisten können. Und jetzt kommt er uns nochmal entgegen und ich denke, man sieht es nicht auf der Kamera, weil ich sehe es mit bloßem Auge, aber man sieht das hier auch relativ schön, wie er da jetzt rüberfährt und das an- und ausschaltet. Ich glaube aber jetzt nicht, wir versuchen nochmal vielleicht jemanden für ein Interview zu bekommen, dass wir da nochmal kurz filmen können, weil da sind noch ein paar interessante Fragen. Welche Kulturen werden erkannt? Welche Kulturen dazwischen? Wie schnell muss man, kann man fahren? Viele, viele Fragen. So. Ich glaube, man sieht das jetzt auch hier so ein bisschen, wenn er jetzt kommt und hier schaltet. So, wir sind jetzt in der Kabine. Ich habe jetzt mich mit... Entschuldigung, ich habe den Namen vergessen. Stain. Mit Stain. Komm mal her, machen wir mal. Genau, wir beide haben uns draußen schon ein bisschen unterhalten und ich hatte ein paar Fragen zum System. Und ich war... Ursprünglich habe ich gedacht, das System kann auch Gräser im Raps erkennen, kann auch Gräser im Mais erkennen, zweikeimblättrige Mais. Aber du hast jetzt gesagt, nee, das ist noch nicht so für den europäischen Markt. Ihr habt, was kann das System genau? Also wir fangen heutzutage an mit dem, sag mal, Grün auf Braun Erkennung. So, wir sind ja gerade auf einem Getreidestoppel, da ist Unkraut wächst da links und rechts und das wollen wir gern bekämpfen und deswegen sieht die Kamera, das ist grüner Unkraut und das gehen wir spritzen. Daneben haben wir auch ein Feature, heißt auf Englisch Row Extraction. So, wenn wir im Frühjahr sind, in der Getreide- oder in der Getreide- in der Reihekultur, Raps, Zuckerrüben, Kartoffeln, Mais, wo der Pflanze noch klein ist und wo Platz ist zwischen die Reihe, wo der Boden zu erkennen ist, können wir das gleiche System verwenden, aber als System erkennt die grüne Pflanzreihe. Die wird außer Betrieb genommen für die Entscheidung, wo zu spritzen. Und er guckt nur zwischen die Bestandsreihen, steht da Unkraut, da spritze ich. Okay. So, das sind die zwei Einsatzmöglichkeiten von das System, die wir hier haben. Genau, wer da vielleicht ein bisschen Pflanzenschutz reduzieren will, der macht vielleicht eher eine Bandspritzung als erstes und macht dann zwischen den Reihen nochmal selektiv zum Beispiel. Ja, na, lass mal so sagen, es ist noch immer eine konventionelle Maschine mit 50 cm Düsenabstand. Ja. So,
wenn der etwas zwischen der Reihe gesehen hat und der Düse spritzt, ja, der wird noch immer links oder rechts, abhängig Abstand und so weiter, in der Reihe treffen. So, ich würde noch immer meine konventionelle Mittel, die ich heutzutage Vollfeld einsetze, verwenden. Nur ich mache sie spezifisch da. Und was wir sehen ist, klar, wenn jetzt ein Unkraut genau in der Reihe steht, das wird er nicht sehen, weil wir erkennen die Reihen und das nimmt er raus. Aber was wir sehen, wenn da in der Reihe steht, steht es auch zwischen der Reihe. Und da eine normale Düse haben und eine normale Bedeckung, wird da die Reihe auch mitgespritzt und auch das Unkraut bekämpft. Okay, dann haben wir uns aber drüber unterhalten, es wird in Zukunft natürlich kommen, dass man Pflanzen in anderen Pflanzen erkennen kann. Und du sagst, die Kollegen, die in Zuckerrübe unterwegs sind, die merken das so ein bisschen am ehesten, weil die haben natürlich hohe Herbizidaufwände, die haben richtig sind Geld. Die Kosten vom Herbizideinsatz sind am meisten. So, da ist am schnellsten ein riesen Einsparpotenzial zu erzielen. Genau. Man so, kann natürlich das System die Kosten auch schneller zurückverdienen. Genau, man kann natürlich jetzt hier so eine Stoppelbehandlung machen, man kann natürlich aber auch Vorauflaufmittelbehandlung machen mit einem Totalherbizid, vielleicht falsches Saatbett, dann reindrillen und dann haben wir die Pflanzen drauf, das alles ist möglich. Ja. Und ich würde dich mal bitten, dass wir einfach mal hier eine Runde rumfahren und uns das System mal jetzt hier in echt angucken. Ja. Und wir haben jetzt 5 G5 Displays hier drauf. So wie drei. Das G5 hat die 5 verwirrt. So, es ist hier noch ein Prototypmaschine. Ja. Weit zu Ende vom Prototyp. Was wir jetzt noch nicht fertig haben, ist, dass es schon auf dem Schlepper-Display laufen kann. Deswegen gibt es noch ein Universal-Terminal. Und hier habe ich einfach einen extra Monitor für mehr zu sehen. Hier auch, da kann ich die Spritze schon sehen. Was ja auch noch ein kleines Ding ist, die ist jetzt ausgegraut, weil er sieht jetzt 2 VTs sozusagen. Er sagt, ich kann nur eine darstellen. Das sind die letzten paar Sachen, die man noch fertig machen soll, bevor es richtig rausgeht. Ja. Wir haben uns schon ein bisschen draußen über diese Spritze generell unterhalten und du hast gesagt, ihr habt jetzt 2 verschiedene Pumpen drauf. Ihr habt eine zum Befüllen, eine zum Spritzen. Ja, und der Flüssigkeitslauf ist getrennt. Ja, genau. Und ein nettes Gadget von diesem zum Beispiel ist, dass ihr mit Load Sensing die Pumpe betreibt. Ja. Und die muss nicht mehr die ganze Zeit auf Druck fahren, sondern die macht tatsächlich nur noch das, was tatsächlich gefordert ist. Ja. Und innerhalb von 3 Sekunden, hast du gesagt, könnt ihr von 0 auf 6000 Umdrehungen. Und dann kann die 1100 Liter die Minute, war das? 1000 Liter die Minute oder 750, das ist optionsmäßig. Okay. Und das ist natürlich, und es ist jetzt eine Kreisepumpe, richtig? War das? Eine Kreisepumpe und keine Kolbenpumpe mehr. Nee. Genau. Bei der R-Baureihe. Genau, wir haben jetzt hier die R-Baureihe. Ja. Und dann ist es natürlich, in der Schleuse habt ihr die Möglichkeit, sobald ihr die Schleuse aktiviert und ihr wollt was einmischen, dann wird der Strom umgeleitet, Leute. Und dann könnt ihr direkt mit dem Frischwasser durch die ganze Schleuse einmal alles durchziehen und habt immer frisches Wasser zum Lösen. Ist zum Beispiel interessant bei Bittersalz, bei Zink, alles, was, wo man richtig viel frisches Wasser braucht, um richtig Menge dazu schaffen, damit man das einrührt, ist das was Interessantes. Ja. Ja, dass die aktive Pause im Befüllkreislauf, dass die Befüllpumpe nicht mehr zum Fass befüllt, aber zum Einspielschleuse. Und damit hat man eine Pause zum Arbeiten an der Einspielschleuse. Ja, okay. Dann lass uns doch mal gerne mal losfahren. Ja, wir fahren erstmal ein bisschen hoch und dann fahren wir die nächste Reihe aus. Jetzt mal wieder. Hast du ungefähr eine Hausnummer, was dieses System kosten wird, mehr kosten wird? Habe ich schon nicht direkt, aber es ist eine Kombination mit einem Hardwarepreis und einer Lizenzgebühr. Ja. Weil wir wollen es für so viel wie möglich Leute verfügbar machen. Klar, es wird noch immer nicht ganz billig sein, aber durch die Erstinvestition runterzuhalten, was sich von mehr Leuten lohnen wird oder die Möglichkeit wird geben, für es zu verwenden. Genau. Und das ist auch ein System. Wir gucken uns das als erstes erstmal hier an. Ja. Du kannst jetzt hier sicherlich die Kameras durchschalten. Ja, wir haben 5 Controller an der Maschine. Ja. Weil ein Controller kann 8 Kameras bearbeiten. Und was wir jetzt hier sehen, ist eine Kamera ins Gestänge und wenn so eine gelbe Fläche kommt, das ist, wo er etwas erkannt hat. So, da war gerade Unkraut, das hat er erkannt. Und das wird auch spritzen. Haben wir das Feedback über die einzelnen Düsen. Ja. Dann haben wir uns drüber unterhalten, du sagst, bis 12 km/h könnt ihr damit fahren. Ja.
Und das, glaube ich, ist eine ganz realistische Geschwindigkeit für Pflanzenschutz. Darüber hinaus kann man natürlich, aber für solche Systeme ist das schon beachtlich, weil der muss ja innerhalb von Bruchteilen der Sekunde das entscheiden und auch dementsprechend eine Düse schalten. Ja, er macht die Aufnahme, er analysiert die Aufnahme, wo steht etwas, dann wo steht das, sodass er dann auch die Entscheidung macht, welche Düse muss angehen und dann abhängig die Fahrgeschwindigkeit, wann muss ich die dann anschalten. So, und ein Fakt ist jetzt, ihr habt jetzt auch Pulsweitenmodulation. Ja. Für die Gezogene, genau. Und die Selbstfahrer haben das schon ein bisschen länger, genau. Ich glaube, ein Thema ist dann noch die gezogene Carbongestänge. Das war, glaube ich, auch für Agritechniker schon eine Frage, ob das auch für die Gezogenen kommt. Nee. Das ist nur vom Selbstfahrer. Ist nur für die Selbstfahrer. Aber das haben wir auch schon seit 2017 am Selbstfahrer verfügbar als Option. Mhm. Und genau, und die Pulsweitenmodulation, du hast gesagt, die kann 15 Hertz, richtig? Ja. Also das heißt, 15 Mal pro Sekunde kann der Puls quasi pulsieren. Ja, wird die Düse geöffnet. Wird die Düse geöffnet, genau. Und dann gibt es ja noch den Duty Cycle, der halt bestimmt, wie lange die Düse geöffnet ist und bleibt. Und letztendlich kann es bis zu 100% gehen, also schlichtweg durchweg fahren. Ja. Habe ich aber auch die Möglichkeit im Terminal zu sagen, okay, ich möchte Pulsweitenmodulation ganz ausschalten und möchte wieder... Mal hier in die Einstellungen gehen, der Nozzle Pulsing. Ja. Automatisch, ja. Dann passt er sich selber an, aus, dann ist es halt wieder eine konventionelle Spritze, wo der Druck geregelt wird, oder fest, kann ich auch noch sagen, aber das ist eher für einen Spritzentyp oder für eine Wartungssache oder solche Sachen. Genau. Warum kann das nämlich interessant sein? Es gibt Mittel und Düsen, die unter Pulsweitenmodulation nicht nur 95% Abdrift haben, sondern nur noch 90%. Ja. Und indem man die Pulse wieder ausschaltet, hat man durchgängiges, Spritzen und damit habe ich wieder 95% Abdriftminderung und darf diese Mittel dann wieder an Kanten dementsprechend verwenden, wie ich sie vorher verwendet habe. Deswegen ist das ein ganz interessanter Punkt. Ja, und was ist die Idee vom Pulsing? Wie gerade schon erwähnt, wenn ich eine konventionelle Spritze habe, wenn meine Geschwindigkeit ändert, wird der Druck geändert, weil ich meine Liter pro Hektar Zahl darstellen will. Das ist halt die Sache, mein Tropfengrößen wird dadurch beeinflusst, weil je höher der Druck, wie feiner, wie niedriger der Druck, wie grober. Und ich wähle ja eine Düse aus, einen Düsentyp und Größe, weil ich ein bestimmtes Mittel verwende, was einen bestimmten Wirkungsweg hat. Und dafür werde ich eine optimale Bedeckung und Eindringung im Bestand darstellen, abhängig Kontakt und systemisch und so weiter. Und das wird halt beeinflusst, wenn mein Druck geändert wird. So, das ist das Schöne vom das Pulsing, das INC Pro. Wir stellen jetzt eine feste Druck ein und wie du gesagt hast, das Pulsing, das ist jetzt das Variable für die Geschwindigkeit abzuarbeiten, dass die Menge immer stimmt, aber sorgt dafür, dass mein Tropfenspektrum das ist, was ich haben will. Genau, und wir können, jede Düse kann jetzt eigene Mengen ausbringen. In den Kurven, das heißt außen kann mehr als innen. Hier haben wir gleich die Balken, da stehen jetzt still. Aber die würden hoch und runter gehen und das ist das Prozentzahl, das ist den Duty Cycle oder wie lange Zeit ist da offen. So 100% heißt, es ist 100% der Zeit geöffnet, 50%, 50% der Zeit. Und das würden wir auch sehen, dass sich da bewegt, wenn die Geschwindigkeit hoch runter geht oder wenn wir eine Kurve machen. Wie ist das jetzt, wenn ihr hier oben ankommt? Dann müsstet ihr theoretisch, um die Menge zu schaffen, den Druck etwas zu erhöhen. Ja. Sagt ihr, okay, wir lassen den Druck gleich und wir schaffen dann die Menge nicht mehr? Oder sagt ihr, okay, wir dann gehen jetzt... Ja, so dann geht der Druck hoch. Okay, das ist bei meinem System jetzt so, das hält dran fest und dann schaffe ich die Menge nicht mehr. Nee, bei uns geht dann der Druck hoch. Aber dann wird es wieder eine konventionelle Spritze, weil man bleibt an die 100%. Genau, okay. Wir sorgen dafür, dass Wasser ausgebracht wird, nach immer stimmt. Ja, okay. So, jetzt fahren wir schneller. Geht's hoch, der Duty Cycle. Ja. Bremse wir ab. Geht's runter. Und wenn wir dann eine kleine Kurve machen, dann sehen wir, das Außenseite Gestänge geht schneller. Ja. Da ist der Duty Cycle höher. Und an der Innenseite, wo es langsamer geht, ist es niedriger. Da kann aber jetzt ja nicht der Druck angepasst werden, richtig? Das heißt, der schafft dann einfach nicht die Menge. Wenn der bei 100% ist, dann ist der am Limit. Ja. Und dann muss man dementsprechend die Geschwindigkeiten etwas anpassen. So, auf jeden Fall, denke ich, ist eine super spannende Sache und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch Technik mit Zukunft, oder? Also, da geht es ja hin, Pflanzenschutz soll gespart werden, das ist die Herausforderung der Zukunft und da brauchen wir unbedingt auch so eine Technik, dass wir selektiv arbeiten können.
oder auch besser verteilen, wie in diesem Sinne mit Pulsweitenmodulation. Die Verteilung ist schon in einer ganz anderen Liga, denke ich mal, als wenn das eine Menge auf dem Gestänge gleich wäre. Ich finde es immer schön für zu erklären, jemand, der das nicht so ganz rein ist, zu vergleichen mit dem Getriebe vom Schlepper. Ja. Früher hatte ich ein Schaltgetriebe, eine Bodenbearbeitung, habe einen Gang gewählt. Das Einzige, was ich konnte, war Drehzahl ändern. Das ist eine konventionelle Spritze, ich kann den Druck ändern. Dann gibt es Düsen-Schaltsysteme, ist wie ein Lastschaltgetriebe. Ich spiele noch immer mit dem Gas oder mit der Drehzahl oder mit der Druck bei der Düse. Aber ich kann schalten, so ich habe ein bisschen mehr Freiheit und ich brauche weniger Druckwechsel zu machen. Und mit Pulsweitenmodulation ist ja wie ein stufloses Getriebe. Genau, so sehe ich das auch. Viele, viele Möglichkeiten, die das System jetzt mit einmal bietet. Ja. Und glaube ich interessant. So, dann soll es das von uns gewesen sein hier aus der Kabine. Ich sage vielen, vielen Dank. Wir haben Seal & Spray einmal gesehen und sind natürlich gespannt, was in Zukunft noch auf uns zukommt mit dieser Technologie. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, Leute.